und gehen wieder zurück. Woraus sich die Seitenwände macht, weiß ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie ich das habe. Dann baue ich jetzt auch noch schnell die Bäume mit ab. Wow. So. Mal wieder ein bisschen Holz. Eingebrochen. Sehr schön. Und es klingelt. Ich bin mal kurz weg. Nö, die werden das uns draufkleben, normal. Ja. Nee, da war nichts. Ich bin überrascht. Ja, dann freu dich. Meine Mutter Monika ist ja auch am Tag danach schon gekommen. Was ist denn los mit den Wolken? Rechts und links. So, da sind wir wieder. Dann lassen wir das auch gerade. Ne, wir sind nicht dunkler, glaube ich. Dann werde ich in so einen Tal gehen müssen. Das war die Post. Ich habe ein Paket bekommen, das ich lustigerweise gestern erst bestellt habe. Das ging erstaunlich schnell. Ich war durchaus sehr überrascht. Ach Gott. Ich frag gar nicht erst, wieso ging es jetzt so viel schneller? Okay. Da ist das Spiel abgeschmiert. Warum weiß ich nicht. Speicher ist jedenfalls nicht vollgelaufen. Wir sehen uns gleich wieder.
Oh Gott. Und da geht es direkt weiter. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Das Spiel hat uns nämlich schlafen lassen, ohne dass es dafür dunkel genug gewesen wäre. Gut, ich krieg seit wann. Was ist denn heute los? Krieg ich auf meinem iPod eine Nachricht? Auf einem iPod. Vielleicht hat mich jemand gerade auf Facebook kontaktiert, das kann sein. Aber was ist denn los hier? Meine Güte. So, aber jetzt kann man definitiv schlafen. Okay, ich bin eh runtergefallen, das heißt, wir werden schlafen. Am Arsch ist es Tag. Also Betten sind wirklich zum Glück nicht komisch in diesem Spiel. Das finde ich direkt sowie. Gut, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Und dann wird hier einfach ganz, ganz viel geklatscht. Bevor ich die Bäume auch interessant. Ist das eigentlich erst eine normale Bäume geworden? Ich will aber ehrlich gesagt die Setzlinge nicht haben. Ich hau mal die Pflanze sich jetzt nicht an. Bleib mir aber ehrlich gesagt auch erstmal relativ egal. Sehr gespannt, wie weit das Feld auf die Seite hochgehen wird. Habe ich eigentlich nachgeprüft, ob das hier oben auf derselben Ebene ist wie die Ebene da oben? Na, schau später mal nach, wenn ich dran denke. Es wäre nämlich irgendwie sinnvoll, das auf diese Ebene zu bringen. Aber andererseits wäre es auch eine willkommene Abwechslung, wenn es ein bisschen anders strukturiert wäre und nicht alles auf der gleichen Ebene ist. Wobei dafür dieses Loch an sich schon, denke ich, einen einigermaßen guten Teil dazu beiträgt, dass das Ganze nicht mal alles auf einer Ebene ist. Erde wegnehmen, dann auf den ganzen Sand und dann steigen. So. Gut. Man merkt auch, dass das Gras da oben allmählich wächst. Glaube ich zumindest. Also es ging mal so. Vielleicht ist es jetzt schon anders. Trotzdem hätte ich gesagt nicht. Kann mir nicht vorstellen. Ist das nicht toll? Wir entfernen Sand aus der Welt.
Es ist immer wieder sehr faszinierend, wie schnell diese Steinwerkzeuge kaputt gehen. Wobei es ist eigentlich auch ziemlich logisch. Es ist Stein, den wir in Stock klatschen. Das wird dann als Schaufel bezeichnet vom Spiel. Das kann ja nicht halten. Erde. So. Einfach weitermachen. Also toll. Steine eingesammelt. So. Es ist immer noch eine sehr coole Location mit dem Berg da oben. Nicht diese schwarzen Flecken immer noch irgendwie, ja, wenn sie unschön sind. Sich da mal wieder schwarze Striche in diese Berg schleichen. Und irgendwie das Zuckerrohr durch die Wand. Es ist merkwürdig. Es ist einfach komisch. Finden wir uns damit ab. Oh, Eisen. Das ist natürlich eine sehr willkommene Abwechslung. Es ist ja immer schon so viel Eisen. Wieso können wir das gar nicht mitnehmen? Aber Eisen ist definitiv wertvoller als Sand. Ich weiß jetzt nicht, ob das andere Leute anders sehen. Aber ich finde das irgendwie so. Man hat einfach grundsätzlich zu wenig Plastik im Winter. Ich meine, nee, das ist definitiv zu wenig Plastik. Wir müssen jetzt schon wieder Zeug wegbringen. Die Kisten stehen natürlich sinnvollerweise am total anderen Ende. Aber jetzt kann ich ja das hier mal nachschauen. Es geht mit F3. Hier haben wir 73. Oh Gott, das sind meine Augenhöhe. Also Bonus auf 72. Ach, was ein Zufall, das ist tatsächlich genau auf der Ebene hier. Ja, gut. Alles einheitlich. Wobei nicht ganz. Die Feldebene ist da auf der obersten Ebene. Eisen, Kohle, Hölz, Sand muss hier unten rein. Erde kommt dahin. Danke, Spiel. Wieso auch immer ich gerade ausgelaufen bin gerade.